Salzburg enttäuscht. Die erste halbe Stunde. Der weite Ball von Valci Adeyemi. Batson Daka. 1:1. Plötzlich der Ausgleich. 31. Minute aus dem Nichts. Ein ärgerliches Gegentor aus Sicht der Tiroler. Einfach entstanden und in der stärksten Phase. Behunek und Koch sind irritiert von Adeyemi. Batson Daka sprintet hinein. Legt den Ball vorbei an Oswald und macht Saisontreffer Nummer 12. Ulmer mit der Flanke. Batson Daka 3:2. 89. Minute. Die Bullen drehen tatsächlich noch das Spiel. Eine wahnsinnige Dramatik in dieser Schlussphase. Batson Daka mit seinem zweiten Doppelpack in dieser Saison. Da braust heran Batson Daka und knallt den Ball aus kurzer Distanz.